Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Metro Exodus hier im ersten DLC und zwar der Two Colonels. Unsere Aufgabe hier in der Haut von Klebnikov, den Metrotunnel säubern und das machen wir. Das haben wir in der letzten Folge schon ziemlich bravourös gemeistert, auch wenn es ein bisschen länger dauert, denn theoretisch könnte man sich hier nur den Weg freischaufeln bzw. frei brennen, den man braucht, um von A nach B zu kommen, aber wir wollen tatsächlich für die Allgemeinbevölkerung hier auch ein bisschen was Wertvolles beitragen, damit die in Frieden leben können, damit die Würmer sich hier zurückhalten und nicht sich hier ein Nest aufbauen und irgendwann mal in unseren Metrostationen dann drin sind, sondern damit wir sie hier in den Abwasserkanälen lassen. Das heißt, wir müssen hier alles niederbrennen, was wir sehen. Und genau das haben wir getan in der letzten Folge. Es dauert natürlich ein bisschen länger, aber das macht nichts. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Und jetzt geht's erstmal weiter. Nächste Tür auftreten. Na super. Und bis ich erstmal hier checke, was ich überhaupt zu tun habe, kommt der schon und schießt uns mal direkt wieder voll in die Fresse. Na, herzlichen Glückwunsch. Alles klar. Brennen wir mal weiter. Wobei, hier haben wir, glaube ich, schon alles abgebrannt. Da gibt's, denke ich, gar nichts mehr. Hier noch ein bisschen was. Wenn wir schon mal da sind, warum auch nicht? Und da sieht man die Straßenschilder, von denen die Rede war, in der letzten Folge in einem Dokument. Insgesamt gibt es ja 9 Dokumente, die wir hier finden können. Und 2 haben wir mittlerweile schon. Und da war ja die Rede von Straßenschildern, die von oben hier nach unten gebracht wurden, um den Weg anzuzeigen, wo es als nächstes hingeht. Denn wenn hier alles überwuchert ist, dann weiß man natürlich nicht mehr, welcher Ausgang war denn jetzt der richtige. Mit den Straßenschildern jedoch kennt man sich dennoch ganz gut aus. Okay, wir waren ein bisschen zu spät dran, leider. Ich würde gerne mal probieren, ob wir hier durchkommen. Da hinten gibt es nämlich einen Journaleintrag, sehe ich gerade. Alles klar, da kommen wir bestimmt irgendwie anders hin. Denn hier anscheinend geht es nicht weiter. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile werden diese Würmer ein bisschen aggressiver, wenn du mich fragst. So, brutzeln wir hier mal wieder alles ab. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das muss einen Gestank hier von sich geben, unglaublich. Also ich muss schon ehrlich gesagt sagen, Hut ab vor dieser Arbeit hier. Das ist definitiv nichts Einfaches. Und auch noch lebensgefährlich mit diesen Würmern. Denn wir haben ja gesehen, die tauchen einfach auf. Und wenn wir da keine Medikits haben, dann haben wir einen Arsch offen. Wie das hier alles so schön zusammenschrumpft. Ich meine, es ist trotzdem alles noch an den Wänden, aber vielleicht tragen die das hier ab und bauen sich dann ein neues Nestchen. Keine Ahnung. Mir soll es recht sein. Unsere Aufgabe ist, das alles hier niederzubrennen. Und dieser Aufgabe werden wir gerecht. Alter Falter. Alter Falter, da brennt schon der ganze Raum hier. So, und ich würde mal sagen, bevor wir da jetzt weitergehen, ich habe nämlich das Gefühl, wir werden hier irgendwann mal wieder einem Wurm begegnen. Laden wir mal ganz kurz nach. Find's übrigens cool, dass wir natürlich gleich auch die Fackeln anzünden, die hier links und rechts immer an den Wänden hängen. Ist ja klar, wenn wir hier mit dem Flammenwerfer durchspazieren, dann muss eben irgendwann auch mal die Fackel entzündet werden. Was legt uns denn da immer für kleine Kinder von sich auf? Als ob die uns hier abhalten würden. Zack, und weg. Ach du Scheiße, und ich habe das Gefühl, umso weiter wir hier vorankommen, umso ekliger wird das Ganze. Bäh.
Hui. Hey, da sind unsere Freunde da hinten. Guck mal. Ich wollte gerade sagen, was denn da passiert? Ja, so ziemlich. Und bei Ihnen? Haben Sie Ersatzbrennstoff? Ich hatte nicht erwartet, dass die Scheiße hier so dicht wächst. Natürlich habe ich welche, Herr Oberst. Hier, nehmen Sie. Gut, danke. Nice. Na, 75, okay. Für die Karriere, den befehlshabenden Offizieren zu helfen. Außerdem ist diese Scheiße wie wild gewachsen. Ah, ich glaube, ich hab's. Tatsächlich. In Ordnung, dann gehe ich mal zu den anderen. Viel Erfolg, Herr Oberst. Na, dir auch, mein Freund. Dir auch, mein Freund. Und genau wie wir brennt der alles nieder. Naja, abgesehen von dem hier. Aber da können wir mir ein bisschen helfen. Eieieiei, das muss mal ein Job sein, ihr Freunde. Holla, die Waldfee. Mal gucken, ob das funktioniert. Ich denke mal eher nicht. Und ich glaube, es gibt hier nahezu keinen einzigen Raum mehr, der nicht von diesem ekelhaften Schleim bedeckt ist. Scheiße, wir waren wieder ein bisschen zu spät dran. Das ist eben das Problem, wenn ich die Flamme irgendwann mal ausmache. Da können wir nämlich nicht gleich losschießen, sondern müssen die natürlich erstmal anmachen. Und da ist uns der Wurm schon mal ein bisschen zuvor gekommen. Siehste? Wenn die Flamme nämlich an ist, ist die Sache eine ganz andere. Nachladen. Na, guck mal, ich glaube, da kommt bald wieder eine Workbench. Eine kleine Werkbank. Oh Gott. Denn wenn wir hier ein bisschen was finden, was wir auf die Waffe draufschrauben könnten, dann muss ja das auch irgendeinen Nutzen haben. Bleh. Au, au, au. Na holla, die Waldfee, wo geht's denn da hin? Bäh. So, ich zünde einfach mal alles an, das soll alles brennen hier. Das war irgendwann mal ein Herrenklo, naja, ist ja nicht mehr davon viel übrig. Bäh. Und allein die Geräusche hier sind ja schon sowas von ekelhaft. Guck mal, sogar aus dem Klo kommen die raus. Pfui, pfui, pfui. Hier wird es auch weitergehen. Aber da hinten wird es auch wieder irgendwo hingehen. Da gibt es anscheinend mehrere Wege. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der ein bisschen dem Sammeln dient, so wie es aussieht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier? Keine Ahnung. Eine Mine oder was soll das sein? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall finden wir hier ein bisschen was, das wir mitnehmen können. Das finde ich schon mal sehr gut. So, lala. Das hätte sich schon mal gelohnt. Alles klar. Und jetzt ist die viel größere Frage, was gibt es denn hier draußen? Ich werde mal ganz kurz nachladen. Beziehungsweise aufpumpen. Vielleicht ist das sowieso derselbe Raum, den wir hier gleich betreten können. Ich weiß gar nicht. Ah, eine zweite Werkbank gibt's hier. Guck mal.
Aber wir kommen da tatsächlich gar nicht rein, sondern anscheinend nur durchs Herrenklo. Alles klar, dann geht's nochmal ganz kurz zurück, denn die Werkbank gönnen wir uns definitiv. Jetzt haben wir gerade wieder einen super Aufsatz gefunden. Und da können wir uns auch gleich wieder ein bisschen was herstellen, was wir dann möglicherweise brauchen für... Okay, einmal hier durchzwängen. Für das weitere Niederbrennen der Gänge. Ah, fuck, Omio, was ist das hier wieder für ein Scheißding? Runter mit dir! Die sind uns damals schon in der Bibliothek so am Arsch gegangen. So. Erstmal kümmern wir uns hier darum. Vielleicht bekommen wir ja dann noch die Tür auf. Nochmal ein Aufsatz. Na, guck mal einer an. Siehst du, wie sehr sich das immer auszahlt, sich hier ein bisschen umzuschauen? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das freut mich. Und es gibt ja noch was zum Anhören. Da rief mich also der Vorarbeiter rüber. Noch immer sauer wegen des Anschisses vom Marskomponsten. Man konnte es an seinem Gang sehen. Und daran, wie seine Hose noch immer dampfte. Er rief mich also rüber und sagte, ist mir egal, wie du das anstellst, aber die Pumpen müssen arbeiten. Ich dann... Und woher soll ich die Dichtungsringe bekommen? Der Schleim lässt sie porös werden und dann fallen die Pumpen aus. Und er sagt, dass ihn das als Scheißdreck interessiert. Könnt ihr euch so ein Arschloch vorstellen? Und ich dann? Soll das also heißen, dass ich sie von einer anderen Station klauen soll? Du weißt genau wie ich, dass die nicht mehr hergestellt werden. Oder meinst du etwa, dass ich mein gesamtes grünes Zeug auf einmal nehme, um welche von oben zu holen? Wenn du Ergebnisse willst, dann besorg mir die Dichtungen oder geh und... Naja, ich sag ihm, er soll sich selbst ficken. Da wurde er ganz rot und schrie, diesen Monat kriegst du kein grünes Zeug. Und ich, wirklich? Dann werde ich diesen Monat auch nicht arbeiten. Reparier die Pumpen doch selbst, du Arschloch. Und das war es dann mit dem Job. Tja, irgendwie auch logisch. Ich meine, man muss hier trotzdem zusammenhalten. Das ist eben die große Sache. Wir stecken alle in der Scheiße. Das heißt, irgendjemand muss sich darum kümmern. Aber die Entlohnung muss eben auch stimmen. Denn ganz ehrlich, das ist hier ein lebensgefährlicher Job. Wir sehen, wie schnell das Ganze bergab gehen kann. Und hier mit dem Flammenwerfer durch die Gänge zu spazieren, dann mit den Würmern auch noch interagieren zu müssen, immer wieder sich quasi denen gegenübergestellt zu sehen, das ist definitiv kein einfacher Job. Und der muss dementsprechend belohnt werden. Und wenn die Leute dann ihrem grünen Zeug da nachlaufen müssen und von den Vorgesetzten auch noch, ich sag jetzt mal, schikaniert werden, dann ist das definitiv kein Job, den jeder gerne macht. Ganz, ganz klar. So, na gucken wir mal, wie es jetzt aussieht hier mit unserer schönen Wumme. Was haben wir denn da? Ein Großraumdruckluftsystem, na sehr schön. Das Großraumdruckluftsystem fasst eine besonders große Luftmenge, wodurch durchgehend abgefeuert werden kann, ohne zwischendurch pumpen zu müssen. Das schnappen wir uns super duper. Und wir haben den großen Behälter, dieser umfunktionierte Feuerlöscher aus Metall, enthält eine beträchtliche Menge Brennstoff, macht den Flammenwerfer aber viel schwerer und unhandlicher. Wurscht, das schnappen wir uns. Und dann gucken wir mal, wir haben 123 von diesen Ressourcen hier. Na, ich würde mal sagen, 744 haben wir schon auf Lager. Gut, da stellen wir vielleicht ein bisschen was her, aber da haben wir doch relativ viel dabei. Cool, alles klar. Dann würde ich sagen, nachdem wir ja jetzt sowieso keinen Luftdruck mehr verlieren, beziehungsweise der früher oder später selbst wieder aufgepumpt wird, können wir ruhig mal immer mit der vollen Flamme hier durchspazieren. Sollte ja kein Problem darstellen. Und dann schauen wir mal, was als nächstes auf uns warten wird. Ich würde das jetzt noch lieben gerne da oben mal wegbrennen. Denn es geht anscheinend hier nach hinten weiter. Eieieiei. Ah, jetzt würden wir hier durchkommen. Guck mal, nachdem wir das niedergebrannt haben. Sehr schön. Macht jetzt zwar keinen Unterschied mehr, aber wurscht. Oh Gott. Schon wieder der scheiß Wurm. Das gibt's ja nicht. Wo auftauchen der jetzt noch auf? Au! Und da war er tatsächlich nochmal, der Wichser. Scheiße. Und da sage ich es eben, das ist hier ein lebensgefährlicher Job, Freunde. Und definitiv nicht für jedermann gedacht. Ah, na guck mal, da sind wir ja. Schau mal einer an, da haben wir schon alles niedergebrannt. Da haben wir das Dokument. Den dritten Eintrag, die Notiz eines Arbeiters. Ich sage nur ungern, dass ich es gleich gesagt habe, aber jetzt sind wir am Arsch. Die Filter zu reinigen wird nicht helfen. Die Rohre sind inzwischen voller Schleim anstatt voller Wasser.
Ich habe versucht, das Ankommen der Rohre etwas mit einem Gasbrenner zu erhitzen und die Pumpe startete nach einer Weile auch wieder, aber in den Wänden ist diese Scheiße schon 2 Finger breit und das Überlaufbecken ist voll. Das Einzige, was jetzt noch hilft, ist ein ordentliches Feuer. Du hättest schon vor einer Woche Alarm geben sollen und ich sage, dass du jetzt deine Bürste nimmst und alles eigenhändig putzt, da du ja dagegen warst, die Chefs rechtzeitig damit zu nerven. Oh je, Mini, also langsam aber sicher ist hier tatsächlich alles den Bach runtergegangen. Und das sieht man ja hier. Hier kann definitiv kein normales Wasser mehr durchlaufen, wenn die gesamten Wände, alle Rohre von diesem Schleim bedeckt sind. Bleh. Aber deswegen sind wir ja hier, um das irgendwie alles wieder zu reinigen. So, guck mal, lädt sich das jetzt selbst wieder auf oder eher nicht so? Ne, wir müssen sehr wohl noch pumpen. Hab gedacht, das lädt sich selber wieder auf. Oder heißt das einfach, wir können jetzt bis in den roten Bereich pumpen, müssen uns keine Sorgen mehr machen, dass wir dann da nichts rausbekommen. Vermutlich heißt das. Das heißt, wir müssen hier sehr wohl noch pumpen, aber eben halt nur noch alle heiligen Zeiten irgendwann mal. Ein wahres Grillfest hier, Freunde. Krass, 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 krass. Würden wir da hinten wohin kommen? Ich vermute mal eher nicht. Nee. Da fließt das Wasser durch. Für uns geht's wohl weiter nach unten. Im letzten Moment noch gesehen. Ich habe gehört, irgendwas passiert da unten. Natürlich war es wieder der Wurm, eh klar. Da ist er ja schon wieder. Okay, kurz mal nachladen. Und weiter geht die Reise. Oh ja, 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 in den Gewässern, in denen sich der Wurm auch noch rumtreibt, müssen wir uns hier durchschlagen, durchwarten. Ach du Scheiße. Haha, jetzt habe ich dich aber. Gibt es wohl sowieso nichts. Der Pfeil zeigt nach oben. Hier geht's also lang für uns. Ach du Scheiße. Und guck dir mal an, wie viele Würmer da drin sind. Alter Falter, da wimmelt's ja nur so vor denen. Boah, krass. Einer neben dem anderen. Und das funktioniert gar nicht da drüben, dass wir das irgendwie anzünden. Guck mal. Absolut ekelhaft das alles. Absolut ekelhaft. Oh Gott. Scheiße, der trifft uns natürlich wieder. Gerade noch beim Nachladen gewesen. Fuck. So, zumindest können wir hier wieder ein bisschen anfangen. So, mal schauen, wie weit das da brennt, denn durch den Wasserfall wird das natürlich alles wieder gelöscht, blöderweise. Das heißt, da drüben können wir rein gar nichts machen. Durch den Wasserfall wird das alles wieder gelöscht auf der Seite. Aber wir müssen hier irgendwie durch. Wir müssen erstmal den Wasserfall stoppen, habe ich das Gefühl. Vielleicht geht es erstmal hier rauf, denn eine dritte Pumpe, die fehlt uns ja noch. Denn das hier ist definitiv der Weg weiter. Hundertprozentig. Heute nicht, mein Freund, heute nicht. Boah, ekelhaft das einfach aussieht.
So, na gucken wir mal, ob das was bringt. Und so wie es aussieht, ist das der Fall. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, scheiße. Fuck. Wie viele Würmer es da gibt. Ich habe nämlich am Anfang gedacht, da kann ich mich doch daran erinnern in der Kampagne, das ist nur einer. Aber da gibt's ganz schön viele von denen. So, kann das jetzt endlich mal brennen da drüben, bitte schön, na Gott sei Dank. Und das hier auch? Ne, das hier irgendwie nicht. Kurioserweise, alles klar. Bleh. Okay, pumpen wir mal ganz kurz. Bevor da gleich wieder der Wurm auftaucht, ich riech ihn schon. Und wenn wir schon mal dabei sind... Fuck. Laden wir vielleicht auch kurz mal nach. Oder brauchen wir nicht nachladen? Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja jetzt eigentlich genügend Kapazität da drin. Mit dem Feuerlöscher, mit dem umfunktionierten. Mal gucken, ob da noch was brennt. Nee. Ah, ja. Na, sieht zumindest ein bisschen besser aus als vorher, aber definitiv noch nicht sauber. So finde ich schon mal klar. Und da haben wir dann wohl den letzten Generator. Nummer 3. Sehr gut, alles läuft. Jetzt nicht weiter, alles klar. Hohohoho. Na, jetzt mach aber mal schön den Mund auf hier. Hohohoho. Und wir brennen den von innen aus. Alter Falter. Das ist aber, wie gesagt, nur einer von Dutzenden, die sich hier drin rumtreiben. Oh je, meine, müssen wir tatsächlich jetzt hier weitergehen? Hier nach unten? Da oben geht's nicht weiter? Oh, scheiße. Och, du Scheiße. Ich hatte gerade die Wartung dran. Sie sagen, das Wasser fließt wieder. Sie schicken ein Team, das sich um den Rest kümmert. Auftrag erledigt. Großartig. Danke. Ah, jetzt würden wir hier drumherum kommen. Ne, ist immer noch versperrt. Alles klar, da kommen wir wohl doch nicht drumherum. Auftrag erledigt. Na, das klingt ja schon mal gut. Sie schicken ein Team, das sich um den Rest kümmert. Vielleicht... das Reinigungsteam, das hier erstmal aufräumt. Aber Vorsicht, Vorsicht, Freunde, denn die Würmer treiben sich hier trotzdem noch rum. Vor denen sind wir noch lange nicht gefeit, blöderweise. Und so wie es aussieht, sind wir jetzt tatsächlich wieder im Metrotunnel angekommen. Weg von all den schmierigen Tunneln. Rein in die Metro. Herr Oberst, Auftrag erledigt. Na, hier sieht es ja tatsächlich ein bisschen freundlicher aus. Da hinten jetzt nicht unbedingt, da ist Achtung Lebensgefahr. Da sollte man vielleicht nicht unbedingt hin, aber hier sieht schon mal ein bisschen friedlicher aus. Und wir sehen auch hier an den Metrotunneln, da hängt der Dreck schon von der Decke. Aber definitiv nicht in dem Ausmaß wie da drüben. Rührt euch, meine Herren. Sie haben das großartig gemacht. Vielen Dank, Herr Oberst. Offen gestanden, haben wir nur hinter Ihnen aufgewischt, Herr Oberst. Ach, schon gut. Aufwischen! Klar. Im Namen von OSCOM spreche ich eine offizielle Empfehlung aus. Wir dienen OSCOM. Sehr gut. Nun, dann raus aus den Anzügen und ausruhen. Natürlich, Herr Oberst. Danke, Herr Oberst. Na bitte, 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 das war wohl unser Team. Der hier und der hier, gemeinsam haben wir also, die Tunnel wieder ein Stück sicherer gemacht. Ach, jetzt fällt's mir wieder ein. Ich frag mich, wie viel Strahlung wir gerade abbekommen haben. Na sicher genug.
Naja, das gehört jetzt alles uns. Keine Sorge, wir bekommen bestimmt eine Extradosis. Die werden sie uns am Kontrollpunkt geben. Ich mach mir keine Sorgen. Ich frage mich nur, ob ich das einfach nehmen und ausgeben soll. Nun, wir könnten uns ein paar Drinks gönnen. Immerhin ist es Silvesterabend. Und morgen kotzen wir uns wegen der Strahlenvergiftung die Seele aus dem Leib? Bestimmt nicht. Du hast ja recht. Ich könnte allerdings schon ein paar Drinks gebrauchen. Das können wir ja trotzdem. Ich habe ein paar Ampullen grünes Zeug für solche Gelegenheiten gebunkert. Haha, das ist doch mal ein Wort. Na, guck mal an, da stellen sich die wohl auf einen kleinen Partyabend ein. Naja, gut, zu Silvester, da kann man schon mal den ein oder anderen Drink runterschütten. Auch in dieser Situation hier. Liebe Freunde, wir haben die Tunnel wieder ein Stückchen sicherer gemacht und sind jetzt tatsächlich wieder dort, wo die anderen leben, wo die Zivilisten leben, wo Ostcom auf uns wartet. Und ich glaube, jetzt können wir uns endlich mal der Waffe entledigen und mal gucken, was hier in den Metrotunneln so abgeht. Und wir sehen, Ostcom muss sich um die Tunnel kümmern, muss die Tunnel abfackeln vom Schleim befreien und selbst die müssen den grünen Zeug, den Ampullen, denen nachkämpfen, weil eben für alle definitiv nicht mehr genügend übrig ist. Mhm. Boah, die Strahlung ist hier wirklich, wirklich immens hoch. Guck dir das mal an. Der Geigerzähler schlägt immer aus, egal wo wir sind. Ziehen Sie den Anzug aus und legen Sie den Flammenwerfer weg, Herr Oberst. Die müssen dekontaminiert werden. Am Kontrollpunkt gibt's außerdem eine Dosis grünes Zeug. Ich gebe dort Bescheid. Die waren Strahlung von mindestens einer Woche ausgesetzt. Gut. Vielen Dank. Hier. Bitte. Vielen Dank und auf Wiedersehen, Herr Oberst. Steigen Sie ein, Herr Oberst. Vielen Dank. Hey Leute, einsteigen! Wir können euch zum Prospekt bringen. Danke, Herr Oberst, aber wir warten hier auf den Transport vom Hauptquartier. Der hat genug Platz für alle. Dann viel Glück. Auf geht's, Petrovic. Ja, Herr Oberst. Frohes Neues. Auftrag erledigt, Genosse General. Ich bin fast durch, Dolja. Die Würmer sind alle Toast. Die Jungs werden noch aufwischen und ich gehe heim. Immerhin ist es Silvesterabend. Tja, du hast es leicht. Wie ich hörte, ist dein Sohn bereits Hauptmann. Du kannst der Jogger übrigens von mir gratulieren. Verstanden. Ende und aus. Na und so wie es aussieht, sind wir ziemlich beliebt hier bei unserer Gruppe. Krempeln Sie bitte für die Dosis Ihren Ärmel hoch. Bitte sehr. Sie auch, Petrovic. Sie bekommen auch eine Dosis. Nein. Ich würde lieber meine eigene Spritze zu Hause benutzen. Gut, aber natürlich. Danke. Bitte nicht gegen die Tür lehnen. Nächste Station, Krasny-Prospekt. Geht es deiner Enkelin schlechter? Nein, oh Gott sei Dank. Trotzdem reicht die übliche Kinderdosis an grünem Zeug bei ihr nicht aus. Und das, obwohl wir zum Prospekt umgezogen sind. Also greife ich mir ab, was immer ich kriegen kann. Nur für den Fall. Es ist nicht leicht, aber wir überleben. Und das ist, was zählt. Aber genug von uns. Erzähl mir lieber, ob ihr das ordentlich gegrillt habt. Das haben wir, Petrovic. Das haben wir. Schön zu hören, mein Freund. Trotzdem wird es beim nächsten Mal nur noch dichter wachsen. Das ist immer so. Siehst du, die Pumpen versagen. Das liegt an dem Schleim. Wir haben jetzt 20 Jahre ohne Unterbrechung gearbeitet.
Und jetzt diese Scheiße. Die Filter verstopfen, die Dichtungsringe reißen, der Stahl rostet. Schon bald wird das Entwässerungssystem den Geist aufgeben. Na und dann müssen wir mit Booten fahren. Du wärst bestimmt ein guter Gondoliere. Ich kann auch singen. Bitte, verschone mich. Dein Gesang ist grauenvoll. Hast, Petrovic. Ein frohes neues Jahr. Das wünsche ich dir auch. Vergiss nicht, dass wir dich und Kirill nach der offiziellen Zeremonie Wir werden da sein. Huch, was macht ihr denn jetzt? Achso, du musst wahrscheinlich ein bisschen den Wagen reparieren und nochmal den Schuss bringen, denn das ist ja auch quasi nur so ein kleines Wiegelchen, das relativ schnell aus den Bahnen geraten kann, wenn wir ehrlich sind. Also wir sind ja anscheinend, so wie es aussieht, in der Novosibirska Metro ziemlich beliebt. Die alle salutieren, wünschen uns ein frohes neues Jahr, aber wahrscheinlich auch viele, weil sie sich einschleimen wollen. Wir haben ja auch gehört, wenn man mit den Obrigkeiten sich gut stellt, dann ist der Aufstieg für einen quasi schon gemeistert, ohne dass man viel dafür tun muss. Also Freundalwirtschaft wird hier bestimmt auch einen großen Stellenwert haben, aber sei es drum. Wir erfahren ja sowieso nur die kleine kurze Spanne von dem großen Ganzen hier in der Novosibirska Metro. Sind jetzt angekommen beim Prospekt, der Silvesterabend steht an. Na gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Redet da was mit uns? Na, die reden vielleicht mit Petrovic, mit unserem Fahrer. Krasny Prospekt, da sind wir. Okay, vielleicht reden die auch nichts mit unserem Fahrer. Kann natürlich auch sein. Aber man sieht hier, wie sehr eigentlich alle damit beschäftigt sind, das Ganze hier irgendwie am Laufen zu halten. Wir haben gesehen, dort hinten werden die Fässer hin und her gebracht. Es wird immer wieder geschaut, dass die Pumpen funktionieren, dass die Leitungen funktionieren. Da werden die Räder aus dem Wagen genommen, die Wagen komplett zerlegt, um eben mit den Materialien, mit den Ressourcen was anfangen zu können. Also einer arbeitet für den anderen, damit alle irgendwie überleben können. Aber das grüne Zeug wird dennoch für alle knapp. Das heißt, es muss irgendein Plan B her. Und vielleicht erfahren wir ja da unten, mit wem auch immer wir da jetzt reden werden, ein bisschen mehr über diesen Plan B. Das würde mich schon sehr interessieren. Frohes neues Jahr, es wird gefeiert. Na, das will ich hoffen. Von 22 Uhr bis 0 Uhr. Ob Raketen geschossen werden, ich denke eher nicht. Krasny Prospekt, am Neujahrsabend gratuliert Oskom den Arbeitern der Station. Und wir haben überall die Oskom-Plakate. An jeder Wand, an jeder Säule hängt ein Banner. Herr Oberst. Grüß dich. Sehen ein bisschen aus wie Polizisten hier mit der Uniform, muss ich zugeben. Und alle haben natürlich wieder ihren Rhesusfaktor, ihre Blutgruppe. Das kennen wir ja noch von unseren Uniformen beispielsweise. Herr Oberst, bitte gehen Sie weiter. Der General erwartet Sie bereits. Alles klar. Da oben fangen anscheinend die Feierlichkeiten schon an. Wie spät es jetzt ist, haben wir natürlich keine Ahnung. Weiter kommen wir hier noch gar nicht, aber die Feierlichkeiten beginnen. Na, gucken wir mal, was der General von uns möchte. Oskom Hauptquartier, General A.S. Vinogradov. Ich brauche Ihre Ausreden nicht, Hauptmann. Wenn Sie schon die Initiative für etwas ergreifen, dann sollten Sie es auch zu Ende bringen. Wegtreten. Jawohl, Herr General. Hallo, Herr Oberst. Hallo, grüß dich. Ach, Slava. Ich hab dich schon erwartet. Komm mal rein. Mach es dir bequem. Während du zum Grillen draußen warst, haben sich hier neue Entwicklungen ergeben. Sieh dir diese Karten an. Hintergrundstrahlung? Ja, die Karten sind vom Satellitenkontrollzentrum. Und jetzt möchte ich, dass deine Leute dorthin gehen und die aktuellen Karten finden, auf denen das ganze Land verzeichnet ist, damit wir wissen, wohin wir gehen müssen. Übernimm persönlich die Kontrolle. Und sorge für strikte Geheimhaltung. In Ordnung. Und wir gehen müssen, Talja? Komm auf den Punkt. Bereiten wir eine Evakuierung vor? Also gut, das bleibt aber unter uns, ist das klar? Ja. Wir können nicht mehr länger warten, das grüne Zeug ist alle. Wir müssen mit den Konfiszierungen anfangen. Daher muss alles unter Verschluss bleiben. Warum so heimlich? Das sind doch gute Neuigkeiten. Würden wir Ihnen das sagen, geben Sie Ihre Vorräte sicher freiwillig her. Nicht meine Entscheidung.
Trotzdem ist es manchmal das Beste, die guten Neuigkeiten bis zum Schluss zu verwahren. Ich verstehe. Danke, dass du es gesagt hast. Denk daran, das bleibt unter uns. Du kennst mich. Nun, ein frohes neues Jahr. Ich gehe jetzt besser nach Hause. Als Held des Krieges gegen Schleim und als alleinerziehender Vater möchte ich dir hiermit ein Neujahrsgeschenk vom Kommando überreichen. Eine Monatsration für zwei. Danke. Ich möchte dich nicht länger aufhalten, es sei denn... Wie wär's mit einem Tee? Aber natürlich. Du weißt genau, wie man einen Mann von seiner Familie fernhält. Wie geht es der Yoga? Ist offensichtlich sehr von sich selbst eingenommen. Denk doch nur, mein Sohn ist jetzt ein Hauptmann und ich habe nicht mal nachgeholfen. Kannst du das glauben? Natürlich kann ich das. Typisch für dich. Ich finde, er sollte alles selbst erreichen. Stärkt den Charakter. Ach, definitiv. Er war eigentlich immer ein weicher Typ. Genau wie seine Mutter. Jetzt ist er ein harter Kerl. Du warst immer hart ihm gegenüber. Fast schon zu hart. Das könnte ich nicht. Ich finde, du machst das erstaunlich gut. Und das sage ich als jemand, der euch zwei schon lange beobachtet. Er wird zu einem richtigen Mann. Ein Oscom-Kämpfer. Ja, er ist ein großer Fan von allem, was mit Oscom zu tun hat. In seinen Augen sind wir eine Art Superhelden. Irgendwie ist das fast schon unheimlich. Aber wir sind Helden. Wir retten, wen wir können. Und das alles zum Wohle unserer Kinder. Was soll daran unheimlich sein? Viele Dinge versteht er noch nicht. Und er idealisiert uns. Er glaubt, wir seien Ritter ohne Furcht und Tadel. Aber das wirkliche Leben ist komplizierter. Manche Dinge muss man einfach tun. Und wenn ich dann in seine Augen schaue, denke ich, würde er das verstehen, wenn ich ihm davon erzählte? Und dieser Tag wird kommen. Kirill ist ein richtiger Mann, er wird das verstehen. Ein echter Heldslava lässt nicht seine Muskeln spielen und trägt auch keine glänzende Rüstung. Ein Held ist jemand, der tut, was getan werden muss. Er wird vielleicht mit Dreck besudelt, manchmal sogar mit Blut. Aber trotzdem macht er seine Sache, weil es notwendig ist. Das zu verstehen, macht einen Mann aus. Vielleicht. Aber von dort ist es nicht mehr weit bis zu der Zweck heiligt die Mittel. Ach, komm schon. Was für ein rührseliger Unsinn. Oh, der Zweck heiligt die Mittel. Das darfst du nicht sagen. Das sind böse, böse Worte. Schäm dich. Unsere Philosophieprofessorin Maria Ivanova hat uns das gesagt. Aber ich sage, es ist so. Wie sonst sollte man irgendwas erreichen? Man muss etwas opfern, um etwas zu erreichen. War das jemals anders? Aber ist es immer so? Also gut, du hast mich erwischt. Du hast ja recht, so erreicht man Dinge. Aber ich habe immer geglaubt, es sei eine Frage der Aufrichtigkeit, ob es so ist oder nicht. Man muss vor allem immer zu sich selbst aufrichtig sein. Das war tiefgründig. Fast philosophisch. Ich wette, du hast auch Ivanovas fortgeschrittenen Kurs gemacht. Tja, ich denke, ich gehe jetzt mal. Ja, Slava, tut mir leid, dass ich dich aufgehalten habe. Geh zu deinem Sohn. Grüß Kirill von mir und ein frohes neues Jahr. Na, guck mal an, also da wissen wir anscheinend, da war... Ich werde in der Zwischenzeit an meiner Rede arbeiten. Ich hasse öffentliche Ansprachen. Aber der Anlass erfordert es. Liebe Bürger von Krasny Prospekt und Gäste von anderen Stationen. Da war wohl doch ein bisschen was dran, was sich da für Theorien schon rumgesprochen haben in der Bevölkerung. Oder sollte ich lieber Brüder und Schwestern sagen? Nein, das wäre zu billig. Denn die Bevölkerung hat sich gedacht, wenn das grüne Zeug alle ist, wird sich Oscom vielleicht irgendwohin aufmachen. Das Jahr 2034 neigt sich dem Ende zu. Nein, das gefällt mir nicht. Und uns alleine hier zurücklassen und jetzt haben wir hier vom General höchstpersönlich die Bestätigung dafür erhalten. Das grüne Zeug ist alle und trotzdem bekommen wir für unseren Sohn noch eine ganze Monatsration. Das Jahr 2034 ist fast zu Ende. Ja, das ist besser. Und so wie es aussieht, wird alles vorbereitet für die Abreise. Die Ost-Communitärs suchen sich eine neue Heimat und dass das die Bevölkerung natürlich nicht einfach so mitträgt, ist klar. Doch alle Arten haben nur dazu gedient, enger um unser gemeinsames Ziel zusammenzurücken.
Und wie das Ganze geendet ist, nämlich in den Ausschreitungen hier. Wir freuen uns alle auf das kommende Jahr, das sicherlich Besserung bringt. Es wird definitiv kommen. Irgendwas fehlt hier noch. Die Wahrheit, vielleicht das wäre zum Beispiel eine Idee, Bände, wenn sie jetzt erstmal die Strahlungsdosen alle konfiszieren müssen, ist das erst da anfangen. Das sicherlich Besserung bringt und aufgrund unserer gemeinschaftlichen Bemühungen als Gesellschaft wird es definitiv kommen. Und ich vermute mal, auch nur wegen unserem Posten hier als Oberst. Im Namen der Auskunftsführung möchte ich Ihnen allen für Ihre gute Arbeit danken und Ihnen ein frohes neues Jahr wünschen. Haben wir wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt, das Ganze zu überleben mit dem grünen Zeug. Ich lese es mir nochmal durch. Na, mach das nochmal. Liebe Bürger von Krasny Prospekt und Gäste von anderen Stationen. Okay, ich glaube, da geht dasselbe wieder von vorne los. Ich weiß nicht, ob er hier... Ist das ein Radio? Ja, das ist ein Radio. Gut, im Tresor haben wir, glaube ich, auch nichts verloren. Da haben wir die kleine Novosibirska Metro. Ja, und ich würde mal sagen, dann war's das auch für diese Folge hier von Let's Play Metro Exodus hier im DLC The Two Kernels. Jetzt geht's für uns nach draußen. Der Silvesterabend wartet, Kirill wartet. Und dann gucken wir mal, was wir in dieser Station alles so entdecken können, liebe Freunde. Nächste Folge sehen wir das in den nächsten Tagen. Erscheint dann die nächste Runde von Let's Play Metro Exodus hier im DLC und dann machen wir mal Krasny Prospekt unsicher. Bis dahin, danke dir fürs Zusehen und tschüss.